Ja, Antisemitismus versus Philosemitismus ist immer so ein Thema, vor allem wenn man auf Deutschland zu sprechen kommt. In anderen Ländern weiß ich das nicht, war in England, da habe ich das nicht gemerkt. Ich war in einigen anderen Ländern oder was man hier so hört von anderen Neueinwanderern, Amerikanern, alles Mögliche, Kanadier, Franzosen. Irgendwie betrifft das Thema, habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, Philosemitismus immer nur Deutschland. Vielleicht ist es auch in Österreich oder der Schweiz der Fall, aber irgendwie im deutschsprachigen Raum. So kommt es mir jedenfalls vor. Und so meine Erfahrung und so mit Leuten, denen ich geredet habe aus anderen Ländern und die wussten überhaupt nicht, von was ich jetzt rede. Und denen musste ich das erstmal erklären. Und ich könnte das Thema jetzt sehr, sehr schnell abhandeln, indem ich sage, Antisemiten sind mir lieber als Philosemiten. Das ist meine Meinung. Weil ich bei Antisemiten weiß, was sie wollen. Sie wollen Juden auf die ein oder andere Art und Weise loswerden. Sie hassen sie oder sie sind gegen sie. Und sie wollen sie irgendwie loswerden. Und bei Philosemiten weiß ich nicht, was die wollen. Und deswegen sind die mir suspekt. Und deswegen sind mir Antisemiten lieber, weil wenn ich auf solche Leute treffe, dann weiß ich, was die wollen. Die machen das ja, offen klar, ne? Aber bei Philosemiten, und ich habe einige davon in Deutschland getroffen, da weiß ich nicht, was die wollen. Das sind ganz komische Leute. Erstmal, wenn sie hören, wer du bist, aus Israel, Jude, dann verhalten die sich dir gegenüber ganz anders, als sie das mit einer anderen Person machen würden. Dann kommt meistens so zuerst mal so ein Lächeln, ne? Also einige Juden in Deutschland werden jetzt sicher wissen, was ich meine. Die kommen dann so, ha. So ein verklärtes Lächeln. Und dann stehst du erstmal da und dann weißt du gar nicht, was sie wollen, ne? Warum die jetzt so lächeln. Aber kurz gesagt, Philosemiten, wer es nicht weiß, sind jene Leute, die dich nur mögen, weil du Jude bist. Also die schauen jetzt nicht auf deine Persönlichkeit, auf deinen Charakter, auf deine Person, sondern die wissen, dass du Jude bist, oder die hören das wissen, und dann lieben die dich sozusagen. Also nicht so lieben, aber irgendwie so ganz komisch, ne? Sie fühlen sich vielleicht so hingezogen, oder wie soll ich das beschreiben? Oder sie lieben einen und sind gleich, oh ja, und so, ne? Wenn du jetzt eine andere normale Person wärst oder die wüssten das jetzt nicht, dass du Jude bist und die würden sich dir gegenüber anders verhalten, also ganz normal halt, dann wäre das so ein bisschen anders. Aber es gibt in Deutschland bis heute, denke ich mal, also früher zumindest, ich war ja schon einige Jahrzehnte nicht mehr in Deutschland, da gab es öfter, ist man auf diese Philosemiten gestoßen, wobei ich da nicht rumgelaufen bin durch die Straßen und habe gesagt, wer ich bin. Aber irgendwie fühlten sich Leute, mit denen ich da zusammen war, Freunde, immer dazu berufen, wenn wir irgendwo hingegangen sind, ins Café oder in so eine Bar oder einmal, weiß ich noch, im Irish Pub, die fühlten sich dann immer dazu berufen, anderen Leuten mitzuteilen, wer ich bin. Und mir war das dann immer peinlich und ich habe gedacht, warum machen die denn das jetzt? Vielleicht wollten die sich selber dadurch ins Gespräch bringen, wichtig machen, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Aber dann haben halt einige Leute, die das dann gehört haben, philosemitisch reagiert. Manchmal auch antisemitisch, aber dann so ein bisschen versteckt, weil sie haben jetzt nicht damit gerechnet, dass sie wirklich so jemanden vor sich haben. Das kennt man ja meistens nur aus dem Fernsehen. Und dann plötzlich jemand da, oh. Aber Philosemiten haben immer eine bestimmte Vorstellung
von einem Juden oder vielleicht auch von Israel, von jüdischen Israelis oder von Juden, die haben immer so eine bestimmte Vorstellung. Und die glorifizieren Juden irgendwie, weil sie Juden sind. Also das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Glauben zu tun oder so, sondern einfach nur so als Person. Und vielleicht ist das gerade in Deutschland so präsent, weil es immer noch Leute gibt, die sich schuldig fühlen wegen Holocaust und so. Und dann meinen die jetzt, da treffen sie dann einen Juden und dann meinen sie, den irgendwie so lieben zu müssen. So überzogen. Man kann sich doch ganz normal verhalten. Und es kommt doch jetzt nicht darauf an, wer jetzt welche Religion hat oder so. Es kommt doch auf die Person drauf an, auf den Charakter und überhaupt. Und da brauche ich mich doch nicht irgendwie ranschmeißen und so übertrieben freundlich sein, dass es nervt. Gehen ja sowas von auf den Geist. Und nur weil da jemand Jude ist. Und ich denke, dass das meistens immer mit diesen Schuldgefühlen oder mit irgendwas zusammenhängt. Vielleicht haben die Leute ja auch andere Probleme. Aber wie gesagt, Philosemiten haben meiner Erfahrung nach, ihr könnt ja Kommentare schreiben, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt, die haben immer eine bestimmte Vorstellung von einem Juden oder von Israel, von beidem, wie gesagt. Und wenn du das nicht erfüllst, diese deren Vorstellung, wenn du jetzt ganz anders bist, ne, gibt ja alle möglichen Leute, dann sind die sauer. Und dann, also, dann machen die dich auch richtig an. In der einen oder anderen Art und Weise. Ja, so soll man sich aber nicht verhalten und das wäre ja alles ganz anders. Und dann machen sie dir irgendwie so nicht Vorschriften, aber sie sagen dir, sie meinen zu wissen, wie du jetzt sein müsstest, gemäß ihrer Vorstellung. Und dann verkünden sie dir das auch. Oft in ziemlich aggressiver Weise, weil du halt nicht so bist, weil du halt nicht ihren Vorstellungen entsprichst. Das kann alles Mögliche sein. Vielleicht sagst du denen, ey, lass mich in Ruhe oder so. Geht dir nach einer Zeit eh auf den Geist, sowas. Meistens schon recht schnell oder weiß ich nicht. Irgendwas Kleines. Und dann sagen die dir, dass du nicht so sein kannst. Und dass Juden eigentlich ganz anders sind. Und dass Israel eigentlich ganz anders ist. Wobei sie jetzt als Nicht-Israeli, sage ich mal, keine Ahnung haben, wie das hier eigentlich funktioniert. Denn es ist ja hier eine ganz andere Gesellschaft. Es ist ja völlig anders hier als in Deutschland. Das kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Und da kann jeder von außerhalb seine Vorstellungen haben, wie es hier in Israel ist oder wie Juden sind oder so. Das ist absoluter Schwachsinn, weil jeder anders ist. Und wie gesagt, das Land hier funktioniert ganz anders. Und man kann jetzt nicht die deutschen Gedanken auf jedes einzelne Land nehmen und dann mit seinem eigenen Mindset dann versuchen, anderen vorzuschreiben, wie man ihrer Meinung nach sein soll. Sowas funktioniert nicht. Und wenn man das hier direkt in Israel macht, dann sagen einem, wisst ihr selber, habt ihr bestimmt schon gehört oder Erfahrungen gemacht, dann sagen einem Israelis F off. Ich kann das jetzt hier nicht so auf YouTube sagen. Aber die sagen dann keine netten Sätze. Sozusagen, dass man die Schnauze halten soll. Das habe ich jetzt nicht gesagt in Deutschland. Aber es geht einem total auf den Geist und die Leute stehen dann immer da auf der Matte und du weißt eigentlich nicht, was die wollen. Und irgendwie wollen die immer nur dein Bestes. Aber dieses Beste ist zu viel. Du willst dieses Beste gar nicht. Du willst als ganz normaler Mensch behandelt werden. Und ja, das Schlimmste, was du einem Philosemiten antun kannst, ist, nicht seinen Vorstellungen zu entsprechen. Und das tut eigentlich keiner. Ich meine, jeder Mensch ist anders. Israel ist völlig anders. In vielerlei Hinsicht. Und man kann Israel nicht
so einteilen, wie es sein müsste, weil sowas funktioniert nicht. Das Land ist ganz anders und es gibt hier total unterschiedliche Sachen und Verhaltensarten, die man zum Beispiel in Deutschland überhaupt nicht kennt. Und hier gibt es eine Gesellschaft, die mit der deutschen Gesellschaft allgemein überhaupt nichts zu tun hat. Das kann man, man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Das funktioniert einfach nicht. Aber hier in Israel also stößt man jetzt nicht auf Philosemiten. Es sei denn, du triffst irgendwelche deutschen Touristen vielleicht, die so sind. Aber ansonsten trifft man nicht auf sie. Und weiß ich nicht, hier wird eigentlich jeder irgendwie so normal behandelt, freundlich, unfreundlich, was auch immer. Aber nicht halt dieses philosemitische Zeugs. Und ich finde, dass das sehr, denke mal, dass das in der Schweiz war ich auch, da habe ich diese ganzen Probleme nicht gehabt. Österreich weiß ich nicht. Durch Österreich bin ich nur mit dem Zug durchgefahren. Aber ihr könnt mich das ja mal wissen lassen, ob es sowas in der Schweiz oder in Österreich auch gibt, diesen Philosemitismus. Aber in Deutschland war der zu meiner Zeit nicht sehr prägnant, aber man hat schon recht viele oder einige Leute getroffen, wenn man das so sagen will, die so sind. Und sobald ich gemerkt habe, das merkst du ja nicht. Das merkst du schon nach ein paar Minuten. Und dann war ich immer recht schnell weg, weil mit solchen Leuten will ich eigentlich nichts zu tun haben. Weder mit Antisemiten noch mit Philosemiten. Also wenn ihr vielleicht einen Ratschlag braucht oder einen hören wollt, dann wenn ihr wirklich einen Juden trefft, also nicht nur im Fernsehen, sondern real, dann verhaltet euch eigentlich ganz normal und macht da nicht so komisch rum und druckst und verhaltet euch einfach ganz normal und schaut mal, wer die Person ist und wo der herkommt und was der so macht und halt ganz normal, wie zu anderen Leuten auch. Mit Moslems macht man das ja nur auch nicht, ne? Aber irgendwie komischerweise mal mit Juden und deswegen sage ich, da ist auch noch dieses Holocaust-Schuldgefühl oder so, vielleicht mit im Spiel oder irgendwas. Oder vielleicht diese Aufregung, dass man ja noch nie einen Juden live gesehen hat, außer jetzt im Fernsehen oder sowas. Und wenn solche Touristen hier nach Israel kommen, dann gehen die auch nicht auf die Straße und machen hier alle möglichen jüdischen Israelis an. Jüdisch sage ich deswegen, weil es auch muslimische Israelis gibt oder christliche Israelis. Aber man kann hier auch nicht so rumlaufen und mit diesem Lächeln und ach, ich will ja nur dein Bestes und so. Das ist hier, hier wollen das die Leute nicht hören, hier ist denen das scheißegal. Aber dieses Verhalten ist denen hier total unbekannt. Und ich habe, wie gesagt, mit amerikanischen, kanadischen Freunden darüber gesprochen und die kennen dieses Verhalten überhaupt nicht. Denen musste ich erstmal erklären, was das ist. Die haben das, ich glaube, die haben das auch gar nicht verstanden. Als ich, nach der Erklärung, die haben gedacht, hä, was? Aber ja. Aber ich bin mal gespannt auf eure Meinung, falls ihr dazu was zu sagen habt. Ja, ich find's einfach nur, wie gesagt, du weißt ja nicht, was die Leute wollen. Ne? Die sind irgendwie so, wollen nur dein Bestes und so und hinterrücks würden sie dir einen sonst wohin treten oder so. Weißt du nicht, aber das ist ziemlich obskur. Also ich finde das Verhalten ziemlich komisch und sobald ich sowas merken würde, würde ich mich da von der Person ziemlich schnell entfernen, weil ich habe genug im Leben, ich brauche nicht noch sowas. Und mein Bestes kenne ich selber. Und mir braucht auch niemand sagen, wie ich zu sein habe, nur damit ich das Beste habe oder so. Wie man das auch immer ausdrücken will. Ja, soll es dann erstmal gewesen sein. Jetzt lege ich mir erstmal wieder unter die Decke oder sowas. Hier ist es nämlich wahnsinnig kalt. Seit 10 Tagen oder so. Ja, nicht ganz 10 Tage, aber es ist wahnsinnig kalt. In Israel, vor allem in Jerusalem wieder.
9 Grad, weiß ich nicht, 4 Grad in der Nacht oder so. Es ist wahnsinnig kalt. Sturm, Regen, alles, alles dabei. Und da hat man genug und da braucht man nicht noch Philosemitismus um sich herum. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich ist es bei euch wärmer als hier.